Herzlich willkommen zum Wissensbooster. Mein Name ist Marco und heute präsentiere ich euch meine neue Serie, bei der sich alles um Lebensmittelzusätze dreht. Ich werde die analysieren und heute fangen wir mit Xanthan an, welches die E-Nummer 415 trägt. Das ist ein natürlich vorkommender Mehrfachzucker, also ein Polysaccharid, der von Bakterien der Gattung Xanthomonas gebildet wird. Und er wird in Lebensmitteln als Verdickungs- und Geliermittel eingesetzt. Für uns ist er schwer verdaulich und wird deshalb als Ballaststoff eingestuft. Und in hohen Dosen kann er auch abführend wirken. Allgemein gesehen, auch an Tierversuchen getestet, ist er aber unbedenklich, was die Lebensmittelindustrie angeht. Ja, für die Verwendung in den Lebensmitteln werden geringste Mengen genutzt, also da reichen 0,2% von der Masse, die verdickt werden soll, an Xanthan aus, um ja, dem Lebensmittel eine schöne Konsistenz zu verleihen. Ja, wo wird Xanthan eingesetzt? Seine wasserbindenden Eigenschaften werden genutzt. Zum Beispiel in den Backwaren, das Brot behält seine Feuchtigkeit durch Xanthan. Im Speiseeis verhindert Xanthan die Kristallation auf dem Eis. Somit hat man schönes cremiges Eis. Außerdem bindet es die Schwebstoffe in Fruchtsäften und die werden so sehr fein verteilt, dass man sie nicht so sieht. Und eine sehr häufige Anwendung ist auch in Salatdressing und Soßen. Dort wird es einfach verwendet, um in der Flasche eine relativ feste, homogene Konsistenz zu gewährleisten. Nach einem Schütteln wird diese dann leicht flüssig und wenn man sie dann ausschüttet, wird sie wieder etwas fester und klebt auch am Salat, wie man das will. Weiterhin wird es in Zahnpasta und verschiedenen Cremes und Lotionen in der Kosmetik verwendet. Ja, das ist eigentlich alles, was es zum Xanthan zu sagen gibt. Also relativ unbedenklich und rechts ein Video an, welches das schärfste Lebensmittel der Welt vorstellt. Oder ihr klickt hier euch rechts in die Playlist rein, da wären noch weitere Videos über andere Lebensmittelzusatzstoffe erscheinen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.